Karten, Karten, Karten. 20 Elnoa brauchen wir, 2 Hammer. 2 Hammer. Fürchterlich. Müssen wir auf das Mädchen warten? Nö. Dann nochmal. Aber das Gute ist, wenn wir die Regel All haben, dann farmen wir auch einen Haufen Karten damit. Die wir nebenher haben. Die können wir vielleicht mit dem Kartenwandler für irgendwas Gutes eintauschen. Müssen wir mal schauen. Och, Mädel, komm. Du-du. Du-du. Na? Pass auf, jetzt habe ich getriggert, dass er nicht mehr kommt und habe den Speicherstand überschrieben. Das wäre perfekt. Naja, da, Gott sei Dank, da ist er. Komm her, du. Ja, spielen. Tauschregel 1. Na gut, 1 ist noch in Ordnung. 1 ist noch in Ordnung. Solange eine Elnoir-Karte dabei ist, ist alles gut. Alles gut. So. Ich nehme eine Tom Berry Karte. Ah, ist das scheiße, dass da jetzt die Regel 1 ist. Egal. Egal. Auch keine Elnoir-Karte dabei. Ja, aber kein Problem. Müssen wir durch, müssen wir durch. So, wenn der jetzt was rechts neben dran legt, hole ich das hier mit zurück. Ja, weil das eine eigene Version ist. Das ist definitiv eine eigene Version. Das sind doch 4, 5 und 6 sind nochmal neu rausgekommen. Oh, ich will den Cock. Mhm. Wieder keine dabei. Ach, ist das ärgerlich. Jetzt nervt es mich schon, dass ich nicht mehr die Regel All habe, dass ich nicht mehr alle Karten abgreife gleichzeitig. Aber gut, so ist es halt. So ist es halt. Den hier mit. Abisswurm. So. Die ist alles noch nicht dabei. Oh, eine Kaktuskarte. Ich will die Kaktuskarte. Ich mag die Kaktuskarte. Hier hin. Hebel die aus. Nee, wir nehmen Diabolos. So, holen wir die hier wieder. So, das war's. Das war's. Metal Gear HD wäre nicht schlecht. Ja. Das wäre geil. Auf jeden Fall. Wieder keine dabei. Oh, ja, 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 ja. Na, was mache ich denn da?
Oh, ich glaube, der zieht mich gerade ab. Jetzt wird's böse. Mhm. Unentschieden. Hole mal die. Es ist schon wieder kein El Noir dabei. Das gibt's doch nicht. Was eine Scheiße. Und wieder unentschieden. Entsetzlich. Alles klar. Danke fürs Einschalten, Bronco, gell? Ich denke, ich mache auch nicht mehr so lang, weil jetzt nur noch Kartenfarmen ist. Das ist ein entsetzlicher Stück. Kartenfarmen ist relativ langweilig. Tut mir leid, aber ich will sie unbedingt holen. Ich könnte höchstens... Komme ich nochmal nach Dollet? Ich könnte versuchen, nach Dollet zu kommen. Kann ich gleich mal gucken. Um da die Kartenregel aufzuheben. Das wäre ein entsetzlicher Plan. Hat er jetzt die Karte gar nicht mehr dabei? Habe ich zu weit gespielt? Hätte ich das vor den Brothers machen müssen? Sieht irgendwie schlecht aus und irgendwie hat die ganz andere Karten dabei, wie es letzte Mal der Fall war. Das gefällt mir nicht. Schmelztrache. Da ist wieder keine dabei. Och nö. Gut, gut, gut. Wunderschön. Mesmerize. Ich will irgendwie nicht dran glauben, dass die keine Karten mehr hat. Wie ist er denn? El Noir, 2 Stück. Also so sieht die aus. Die braucht man. Nee. Oh, da ist sie. Da ist sie. Wir haben eine. Sehr, sehr gut. Okay, die hat sie noch. Oh, Gott sei Dank. Hab mir schon Sorgen gemacht. Holt er die noch? Okay. So, jetzt hätte ich die falsche mitgenommen.
Elnor. Sehr gut. Jetzt zurück. Runter. Wollen wir mal schauen. Gucken wir mal, ob wir nach Dolet kommen. Aha, speichern. Gehe ich mal kurz auf die World Map und schau nach. Die Frage ist, ob Dolet für das Gebiet hier überhaupt die Regeln festlegt. Da bin ich mir nämlich nicht sicher. Ich komme noch gar nicht auf die Karte. So. Dolet. Dolet Ding. Okay. Dann gehen wir wohl oder übel nach Dolet. Frage ist wie. Weil der Weg da vorne sieht eher so aus, als würde ich nicht hinkommen. Jo, nerv nicht. Ich sehe es auf der Karte nicht. Ach, man kann nicht zoomen, ne? Kann ich zoomen? Es ist entsetzlich. Ach Gott, ey, diese Gegner. Welche GF kann lernen, dass keine Gegner mehr kommen? Da muss es doch was geben. GF. Quetzalcoatl. Nein. 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 Ui. Nein. Gegner 50%, da ist es. Oh. Wunderschön. So, wenn ich hier durchgehe. Kann ich doch bestimmt da hoch. Nach Dolet. Okay, diesmal machen wir die Gegner sogar platt, damit wir AP bekommen. Dass ich Gegner 50% machen kann. Es geht mir nämlich übelst auf den Sack. Guter 3000er Damage. Okay, ab auf die Straße. Ja. Super. Jetzt können wir nach Dolet laufen. Und können zwischendrin noch ein paar Gegner killen, die jetzt kommen. Für AP. Schatz, kannst du mir eine Zigarette bringen? Danke. Mau? Maulst die Katze rum? Hm. Du. Oh, danke, Schatz. So, ich sehe Dolet aber nicht.
Aber das hier scheint richtig zu sein. Das nervt so, dass die Karte alles nach unten und oben geht. Das nervt echt. Nervt fürchterlich. Die Frage ist, ob die Karte Queen überhaupt in Dollet ist. Ich hab die ja nie weggeschickt. Since you were a little preoccupied during your initial visit to Dollet, you may want to take the time to return to the town at some point and pick up the considerable cache of items waiting there. Begin as any reasonable teenager would by heading straight for the pub. Go upstairs and find the pub owner standing at the far end of the blackjack table in the near left corner. Defeat him in a game of cards and he'll show you outside and across the walkway to his private room. Talk to him for some free cards. Mhm. Ah, da gibt's viel gutes Zeug. Aber wo ist die Card Queen? Card Queen in Dollet. Queen of Cards. Locations im Pub. Sie ist im Pub. Ich weiß nur nicht, wie ich die Regel dann entkoppel. Vielleicht muss ich einfach wieder nur mit ihr reden. Vielleicht reicht das schon. Also im Pub muss ich mit dem Pub-Besitzer reden und den dann auf ein Kartenspielchen herausfordern. Der kann nämlich eine Quetzalcoatl-Karte droppen, was ziemlich gut ist. Die habe ich nämlich noch nicht. Schicker Soundtrack. Jetzt ist natürlich die Frage, da ist das Hotel Dollet. Da kann ich erstmal hingehen und mich mal kurz ausruhen. Oh, da ist ein Heft. Timbermaniacs. Sehr schön. Sind wir jetzt schon ausgeruht? Ja, tatsächlich. Muss ich nicht mal schlafen legen in dem Spiel. Es ist wunderschön. Vielen Dank für Ihren Besuch. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Ne? Aller gut, danke. So, speichern. Da, da, da. Die Musik macht mich fertig. Wo geht's zum... ganz was Tolles. Ganz was Tolles. Achso, doof. Squall kann nicht schweigen, ja. Wo ist denn jetzt? Wo geht's denn jetzt zum Suff? Ist das hier? Ist das der Pup? Pup G? Wop, 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 wop. Nautilus! Kann ich hier saufen? Nee, komm, doch nicht. Ich springe! Ich springe! Ich mach's! Es hat alles keinen Sinn mehr. Ach, das ist doof, wo man uns versteckt hin. Willkommen. Wir haben hier sämtliche Weinsorten. Bier. Okay, da haben wir nichts zu suchen. Ah, Bier ist meine Lieblingsweinsorte. Ein Glas nach der Arbeit ist immer was Feines. Was laberst du, da? Du bist doch schon seit heute früh hier. Wirklich? Ach, der Harzer. So, ich bin hier nur angestellt, daher will ich keine Probleme. Wenn ihr was wollt, sprecht mit dem Besitzer im ersten Stock. Okay.
Ach, du machst FF14 in. Guter Mann. Was haben wir hier? Alte Timbermaniacs. Weißt du das nicht? Klar weiß ich das. Ich kenne den Besitzer schon seit Jahren, aber in letzter Zeit hat er kein einziges Mal verloren. Oh, ich muss gegen den spielen. Wo ist denn die Queen of Cards? Die ist wahrscheinlich nicht hier, ne? Wollen wir? Was denn? Haha, wenn ich das wüsste. Seid ihr alle dumm oder was? Warte mal, ich gehe nochmal speichern. Ich habe Angst. Ich habe Angst, dass ich meine Karten verliere. Oh, jetzt ist die Queen of Cards nicht hier. Ich hätte die ja hinschicken müssen, ne? Ach, ich kann nur im Hotel speichern, ne? Ja, dann scheiß drauf. Holen wir uns die Quetzalcoatl-Karte und dann gehen wir zurück. Halt, da geht's zu meinen Privaträumen. Ah, okay. Gut. Wollen wir? Na, nicht was denn? Na klar. Willst du das wirklich? Ajo. Scheinbar kennst du die Regeln. Scheinbar kennst du Regeln, die hier nicht geläufig sind. Warum nehmen wir nicht die Galbadia-Regel nicht hinzu? Ah. Scheiße, ich will keine neuen Regeln. Open, Random Hunt, Same, Element, Tausch, Regel 1. Allerhop. Wenn's denn anders geht. Er hat die Quetzalcoatl-Karte nicht dabei. So, was ist mit dem Element hier unten? Scheiße, und ich hab nur Random-Karten. Oh Gott, der wird mich abziehen. Oh Gott, ich bin mir sicher. Ist das hier nicht Same? Ja, Same, genau. Combo! So, der hat minus 1 überall. Ah, wegen dem Element-Ding. Das heißt, das hier ist 4 und 6 ist Same. Nee. Ah, es ist 4 und 5. Es ist doch 4 und 5. So. Die holt er aber wieder. Aber ich hab's gewonnen. Ich glaube, die haben wir alle, außer Adamann vielleicht. Bebetek, sehr schön. Folge mir in mein Privatzimmer. Ja, kein Problem, Mick. Alles gut. Alles gut. So, was hast denn du hier? Lesen? Ich traf sie zum ersten Mal, als das Klima etwas wärmer wurde. Ich habe das erste Mal verloren. Der Sommer ist nun vergangen. Sie hat mich schon wieder besiegt. Warum schafft sie das? Die Blätter färben sich rot. Ich kann sie immer noch nicht schlagen. Wie oft muss ich noch verlieren? Als es zum ersten Mal geschneit hat, habe ich ihr einen Antrag gemacht, ohne einmal gewonnen zu haben. Das ist die Queen of Cards, die kommt nämlich aus Donald. Ich habe es mir nie vorgestellt, dass ich sie einmal heiraten würde. Im Haus wird sie das Sagen haben. Die wohnt hier, die Alte. Nee, ich lass es. Lesen. Notiz. Ich hörte, dass man aus Heckenschlangen einen grandiosen Wein herstellen kann. Als ich mit meinen Freunden einen fangen wollte, wurden wir fast getötet. Wir haben sie danach zubereitet. Es schmeckt besser, als wir dachten, aber die Farbe des Getränks ist etwas unappetitlich und die Jagd sehr mühselig. Okay, ich habe gedacht, der hat hier drin Zeitschriften. Ist es random, was für Zeitschriften da sind? Lesen. Ja, das ist dasselbe Kram wie eben. So, was willst du? Du bist der Zweite, der als Gewinner hierher kommt. Das Erste war, lassen wir es. Der Gewinner bekommt alles. Das war das höchste Gebot bei den Kartenspielern. Dem werde ich auch Folge leisten. Nimm bitte all meine Karten, auch wenn sie etwas veraltet sind. So, Heulechsenkarte. Purpurmaus. Ghoul. Heckenschlangenkarte. Kaktorkarte. Ach ja, sag dem Alten bitte nicht, dass du der Zweite bist. Verstehst du, was ich meine? Ich will nicht, dass er traurig wird. Oh. Kann ich das nochmal lesen? Ja, gut, es ist derselbe Shit wie eben. So, bevor ich den nochmal herausfordere mit der Scheißregel jetzt, gehe ich aber speichern. Das ist jetzt echt dumm.
Das ist echt scheiße. Gibt hier noch was? Nee, ne? Nee. Kann ich dem Alten sagen, dass ich der Zweite bin? Fordere mich bitte nicht, ich fordere heraus. Ich mach's. So, du bist ja nicht die Queen of Cards. Nee. Ich glaube, ich habe mir die Regeln gerade verschlimmbessert. Ich wollte ja eigentlich nur, dass ich alle ziehen kann. Und nicht nur eine. Nee. Ich will keine Karten spielen. Ich will abspeichern. Und dann den Alten herausfordern. Ich will die Quetzalcoatl-Karte. So, vielen Dank. Okay, zurück geht's. Schenk mir gerade was zu trinken ein. Na du? Diese Musik. Wenn man überlegt, wie derbs hier vorher zuging, gell? Jetzt ist die Musik so schön. Und die Queen of Cards ist nicht hier. Ist halt scheiße, dass ich so viele schlechte Karten habe. Das ist gerade bei Random ist das nicht so schön. Ja. Letzter Zug. Open, Random Hand, Same Element, Tauschregel 1. Hat er die Quetzalcoatl? Oh ja, er hat sie. Okay, was ist das Element da unten links? Das scheint so schön. Alter, hab ich beschissene Karten. Keine Ahnung, wie ich das gewinnen soll. Minus 1. Shit. Ich kann da gerade nichts holen. Ne? Ich kann oben meine Karte sichern. Das war's. Ne, verloren. Nimm sie mit, ich versuch's zweimal. Die Open-Regel hat sich hier verbreitet. Danke. Danke. Okay, und Quetzalcoatl ist nicht dabei. Ich starte neu. Ich starte neu. Spielen. Oh, das wird ein bisschen härter. Das wird ein bisschen härter. Kann ich ein paar Karten wegschmeißen, dass ich nur noch die guten habe? Ich könnte sie verwerten, aber dann ist es wahrscheinlich rausgeschmissen. Und falls ich sie für was anderes brauche, ah, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das will ich irgendwie nicht riskieren. Probieren wir es einfach aus. Alles für Quetzalcoatl. Es wäre geil, wenn es eine Kiste gäbe, wo ich die Karten einfach reinlegen könnte. Und, dass ich sie halt nicht im Inventar habe und nicht verwenden muss. Das wäre so mein Idealwunsch für jetzt. Aber nee. Ich muss halt einfach Glück haben. Glück, dass ich gute Karten habe. Glück, dass er Quetzalcoatl dabei hat. Du willst zocken? Ja. Let's go. Hat er Quetzalcoatl? Er hat sie dabei. Und meine Karten sind gar nicht mal so scheiße. Es hält sich in Grenzen. So, ich bräuchte eine relativ schwache, die ich als erstes hier hinlege. Yep. Okay, let's go. Da hat die 8 und 9 dahin. Dann decke ich mit der 7 nach oben ab. Die hat er gedreht. Das ist kein Problem. Ich hole nämlich mit dem Dino hier
kann er nur mit seiner untersten Karte schlagen, in der Mitte oben. Da kann er nichts holen. Und nach links hat er nichts Stärkeres wie 7. Nee. Okay, das wird wahrscheinlich auf ein Unentschieden hinauslaufen. Yep. So. Besser unentschieden wie verloren. Er hat wieder Quetzalcoatl dabei und er hat Eisviecher dabei und seine Eiskarte wird doppelt so stark. Das ist natürlich wunderprächtig. Das ist genau das, was ich mir gewünscht habe. So habe ich mir das vorgestellt. So. Mhm. Scheiße. Minus 1. So, einfach hoffen. Unentschieden. Ach, komm schon. Komm schon. Er hat aber immer Quetzalcoatl dabei. Außer wenn ich verliere. Dann nicht. Okay. Wie decke ich ab? Schlägt die hier oben hin? Die hat jetzt minus 1. Heißt, die ist auf... Och, scheiße, ist die schwach, die ich hier habe. Die kriegt er auf jeden Fall. Wie sieht's denn aus mit der 5? Die 5 kriegt er nicht. Aber die 5 ist meine beste Chance, jetzt noch gleich zu gewinnen. Was? Was? Na, nein! Ah, das war ein Versehen. So, verloren. Alt F4. Leck mich am Arsch. Nochmal probieren. Rieb Karten. Ja, es ist nur eine zum Glück. Das Blöde ist, dass die Queen of Cards nicht da ist. Hatte ich gehofft, dass die in dem Kaff hier rumhängt, dass ich die Regel auf offen schalten kann. Also generell auf all, meine ich. Dass ich alle Karten krieg, wenn ich, oh Gott, ich kann nicht mehr reden. Dass ich alle Karten krieg, wenn ich die farm auf Stream. Dass ich wenigstens noch einen Haufen Karten hole. Und nicht nur eine einzelne. Das mit dem El Noir, also ich rechne damit, dass ich so 2-3 Stunden Karten farmen muss. Ja, ich habe schon gesagt, dass ein Safe-State-Mod wäre geil. Ich weiß nicht, ob es sowas gibt für das Spiel. Das wäre richtig cool, so ein Quick-Save-Mod. Bei Alt-F4 immer noch besser ist wie, Kacke. Oh, habe ich Scheißkarten. Alt-F4 ist immer noch besser wie die PlayStation neu starten. Ich habe ein paar schön gute Karten und ich habe einen Haufen total beschissene Karten. So. Cypher wird hier minus 1 kriegen, das heißt, ich bin nach 5 oben offen. Aber hier wäre ich mit 6 nach oben hin. Holen kann ich im Moment eh nichts. Ich kann nur gucken, dass ich gedeckt bleibe. So, dann lege ich die hier hin. Und die hier oben. Und habe einen Unentschieden rausgehauen. Oh, jetzt in der Scheiße. Weiter geht's. Und Quetzalcoatl ist nicht dabei. Können wir gleich abbrechen und nochmal anfangen. bevor ich mich hier rumquäle, mache ich nur Zeug, wo Quetzalcoatl dabei ist. Alles andere macht keinen Sinn. Jo, und wenn ich Quetzalcoatl hab, werde ich den Stream beenden. Und dann von hier aus nach Galbadia Garden gehen. Und weiter Karten farmen. Wenn ich die Karten hab, gehe ich zurück nach Dollet.
dass wir hier wieder den Stream anfangen und in Dolet noch ein bisschen Nebenmissionen machen. Es gibt noch ein paar Hefte, die ich sammeln muss und so. Also da ist noch ein bisschen Zeug, was es hier wohl zu machen gibt, und das machen wir auch. Und dann holen wir das Löwenherz. Dann habe ich nämlich alles fürs Löwenherz. Ich hoffe nur, dass ich das schnell genug gefarmt krieg. Er hat die offen gelassen. So, wenn ich die da unten links hinsetze, ist er wahrscheinlich auf minus 1, ne? Ja. Einen Versuch war es wert. Ey, das ist sowas von scheiße. Das gibt's doch nicht. Ey, diese Kartenregeln machen mich fertig. Oh, ein Quetzalcoatl nicht dabei. Oh Mann. Mann, oh Mann, oh Mann. Spielladen. Das ist ja zum Verrücktwerden. Ja, aber bei Spielspielen, habe ich das Problem, dass ich eventuell verliere und eine Karte verliere. Und dann muss ich eh neu starten. Das heißt, ich würde das Spiel spielen, habe keine Chance auf Quetzalcoatl, verliere unter Umständen, weil ich die scheiß Random-Karten habe, und muss dann Alt F4 machen und den Weg nochmal laufen. Das heißt, wir hätten dann Kartenspiel und den Weg. So haben wir nur den Weg. Das ist so... so das, was ich mir denke. Beim ersten Mal ist halt immer Quetzalcoatl dabei. Das wäre 7, 8, 9, nein. So, ist zwar nach oben hin der letzte Scheiß, aber... was willst du denn machen? Was willst du tun? Er hat nach unten hin... nach links ist der relativ offen. 5. Das kann ich nicht holen. Das wäre jetzt scheiße. Dann gehe ich lieber hin und verbrate mir die Karte, die ich später wieder holen kann. Unter Umständen. So. Aha. Die Runde kacke. Unentschieden. Ach, komm schon. Komm schon. Kein Quetzalcoatl. Wenn ich ehrlich bin, weiß ich brauche die Quetzalcoatl-Karte noch nicht einmal. Ich brauche sie noch nicht einmal, aber ich brauche jetzt ein Ziel. Ich bin einfach nach Dolet gegangen und habe gehofft, da ist die Queen of Cards. Die Queen of Cards ist nicht da. Also muss ich was anderes machen. Hol ich Quetzalcoatl. Was willst du denn machen? Was willst du machen? Pass auf, ich probiere es noch zweimal und dann ist gut. Also zweimal und run. Und dann lasse ich es. Dann heißt es nur noch ich und die Farmerei. Mmh.
Ja, genau. Ich mache einen No-Quetzalcoatl ran. So, das wäre dann 5. Ah, 7 holt er mich. Mit der 7 holt er mich. Da hätte er hier die 6. Oben die 3. 3, 3, 3, 2. Ja, mach das mal. Genau. Dann haben wir die hier. Unentschieden. Scheiß mit den Regeln nicht geläufig zu sein. Ah, kein Quetzalcoatl. Was ein Scheiß. Oh, was ein Scheiß. Was für ein Scheiß. Es kann doch nicht so schwer sein. Ja. Let's go. Spielen. Karten okay. Quetzalcoatl dabei. Quetzalcoatl dabei. So, da kriege ich ein Minus reingedrückt. Und hat 1 und 5. Weißt du was? Das machen wir hier hin. Mhm. 6, 7 ist das same. Ja, ja, das ist same. Puh, du Arschloch, du Dummes. Du Bastard. Bastard. Jetzt holt er das mit der 7. Aha, das war mir klar. Hau ich das hier rein. Oh Gott. Ich hab sie. Und ich nehme den Fisch hier hinten. Nee, ich nehme. Ach, Siren ist. Ich bin so. Warum sage ich die ganze Zeit Quetzalcoatl? Wenn es die Siren-Karte ist? Es ist die Siren-Karte. Warum sagt denn keiner was? Leute, ihr lasst mich hier da sitzen wie ein Depp. Ich weiß, das kriege ich auch alleine hin, aber. Holy shit. Ich fand's lustig. Ich glaub dir alles blind. Ja, der Hund heißt Angelo übrigens. Der heißt jetzt wirklich Angelo, ich hab den umbenannt. Aber steht, sag mal, den Guide, den ich hab, steht da nicht Quetzalcoatl-Karte. Na, ja, da steht wirklich Siren-Karte. Oh, und wir können das Heft gleich holen. In Dollet. Da mal was Dollet. Und zwar lese ich gerade hier in dem Guide, in dem auch stammt, dass das die Siren-Karte ist. Komm, wir streichen den Score. Oh, oh, schön. Dass jedes Mal, wenn ihr in das Büro reingeht, da oben, die drei Magazinstapel anders sind. Und wir können eine Zeitschrift von Occult Fan 2 bekommen. Und die hätte ich gern. Die Frage ist, ob das der Stapel ist. Das ist wahrscheinlich hier immer dasselbe. Ja. Ich hol mir gerade mal Stoff.
Entschuldigt bitte. Entschuldigt bitte. Was ist das jetzt? So. Gerade nochmal kurz bei der Frau. Die spielt was Spannenderes, wirklich. Die spielt Pokémon Gelb. Und es ist wahrscheinlich interessanter wie das Kartenspiel hier. Bin ich mir ziemlich sicher. Aber dann würde ich fast behaupten, dass ich sogar in den Galbadia Garden jetzt noch rüberlaufe. Dass wir da einen schönen Abschluss haben. Dann hole ich jetzt hier noch das Occult Fan 2. Ich hoffe, dass das der Stapel unten links ist. Warum? Jetzt. Nichts Besonderes. Nichts Besonderes. Wer kommt denn auf so eine Scheiße? Ohne Lösung, jetzt mal ohne Witz. Muttertag Massagegutschein. Das Datum ist von vor einem Jahr. Danke. Bruder, ich massiere dich. Niemals! Phönixfeder. Nichts Besonderes. Nichts Besonderes. Tauschen. Wer kommt denn auf die Idee, da 100 Mal raus und rein zu rennen und den Stapel zu überprüfen, ob sich vielleicht die Nachricht ändern könnte, nachdem 5 Mal selbe da steht? Gegengift. Aber halten dann alle Stapel anders? Ich will halt nicht jedes Mal die scheiß Notiz lesen, das geht einem ja auf den Sack. Gutschein für eine Kneipe. Muttertagsgutschein. Potion. Occult Fan 2. Danke. Danke, danke, danke. Heute läuft's. Ach Gott, es läuft so gut. Man braucht, glaube ich, 5 Hefte oder was? Und dann geht's ab. Ich weiß nicht, ob man dann eine spezielle GF kriegt oder was. Kann schon sein. Da, 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 da. Ach, Mick, ich habe mir übrigens Octopath Traveler bestellt. Ich habe 30 Euro Amazon-Guthaben gekriegt und habe das jetzt genutzt, wie Octopath für ein paar Stunden wieder bestellbar war, und habe jetzt für das Spiel 25 Euro bezahlt. Ich denke, 25 Euro ist in Ordnung. Hab's aber noch nicht gespielt. Ist nur ausgepackt. Hab dran gelegt. Hat entsetzlich geschmeckt. Ist nicht mal ein Witz. So, wir wollen ja noch ein paar Gegner klatschen auf dem Weg. Oh. Wie viel AP gibt's? Ein, oh danke. Danke, perfekt. Ich wollte gar nicht mehr. Kann mich der Zug eigentlich überfahren? Der kommt nämlich gerade volle Lotte auf mich zu. Das können wir mal testen, wenn ich rechtzeitig schnell speichern kann.
So, pass auf, jetzt müssen wir raus. Schnell speichern. Speichern. Und vor den Zug. Der war doch da eben noch. Da ist er. Er fährt einfach wieder zurück. Du dummes Scheißding. Tschüss. Ach, wie schön. Die kriegen nur einen Abhäfen, denn ich müsste wieder gegen die Fische kämpfen. Die Fische waren gut. Die Fische haben 6 AP gegeben, ey. Erstmal schlafen. Zum Glück bist du blöd. Macht er einfach einen Zombie aus mir. Ich pack's nicht. Oh, 5 AP. Danke. Oh, zurück. Sollen wir noch eine El Noir-Karte holen, weil es so schön ist? Ja. Schlafen, fliegen. Das ist schön. Final Fantasy macht's möglich. Bleibt der Status eigentlich erhalten? Bin ich noch Zombie? Ja, der ist sogar noch Zombie. Habe ich was gegen Zombie? Kuriert unnatürliche Zustände. Elixier. Vollständige Heilung. Giftpuder hilft doch bestimmt gegen Zombie. Ah, jetzt muss ich da so eine Megapille benutzen. Einfach weil ich zu blöd bin, um zu wissen, was ich brauche. Speichern. Eine holen wir noch. Komm, eine El Noir-Karte. Was soll der Geiz? Was soll der Geiz? Ich muss es ja eh noch lang genug machen. Da könnt ihr auch noch eine miterleben. Habe ich nur noch 2 eigentlich? Oder immer noch nur noch 2? Wo ist er denn? 3 habe ich. 3. Ach Gott. Ach Gott, wir haben es ja fast. Nur noch 17. 17 fucking Karten. Ach stimmt, das tolle Warten. Zum Glück habe ich meine Quetzalcoatl-Karte. Oh Mann, ey, heute läuft's, heute läuft's. Ja, aber beim nächsten Mal ist Story, fette Story. Du kennst Regeln, die es hier nicht gibt, lass uns die Sentra-Regel hinzunehmen. Ach du Scheiße, jetzt ist da auch noch eine andere Regel dabei. Och komm schon, jetzt ist da überall die Scheiße, weil ich die scheiß Karte geholt habe. Und da ist nicht mal El Noir dabei. Alter, das ist doch nicht okay. Jetzt muss ich mit den Scheiß regeln. Den Scheiß hier farmen, oder was? Das macht's noch viel schwerer. Das macht's einfach noch viel schwerer. Och nee.
Kann ich die fucking Regel irgendwie aufheben? Aber wisst ihr, wie lange ich für den Scheiß dann brauche? Das ist nicht okay. Das ist echt nicht okay. Oh Mann. Wenn ich nicht so auf die Quetzalcoatl-Karte gegeiert hätte, wäre das nie passiert. Es wäre nie passiert. Ich muss mal gucken, ob ich die Queen irgendwie nach Dolet kriege. Warte mal, da ist der Junge. Das junge Mädchen. So. Move Queen of Cards to Dolet. Easy RNG, danke. Die ist im Deling City Hotel. Die ist in Deling City. Die Alte. Unglaublich. Ist auch keine Elnoa-Karte dabei. Ich hab nur Scheiße. Same. Schon am Arsch lecken. Scheiße. Ach. Schon wieder keine Elnoa dabei. Ich bin ziemlich fucked. Ich bin echt ziemlich fucked. Ja. Danke für nichts. Verloren. Halt F4. Okay, gut. Dann mach mal hier Schluss. Ich muss mir was überlegen. Ich müsste mal ins Deling City Hotel und gucken, ob da die Queen ist. Warte mal, ich guck noch schnell. Das gucke ich noch schnell. Uiuiuiuiui. Jetzt habe ich mir das Farben echt verbaut. Oh, ist das bitter. Ich überlege gerade, was ich machen kann. Wenn die im Hotel ist, habe ich Glück. Wenn nicht, nett. Ja? Gott, ich verpeile jedes Mal, wo dieser Zug ist hier. Aber ich gebe nicht auf. Ich will die Löwenherz jetzt noch kriegen. Vor der nächsten Mission will ich die Löwenherz haben. Es ist einfach... Ich habe mir das irgendwie als Ziel gesetzt und jetzt ziehe ich es auch durch.
Würde ich es nochmal tun? Nein. Guck mal, wie schön der Bahnhof ist. Yep. War das eine Haltestation von dem Bus? Das Hotel? Ich meine schon, oder? Problem ist, ich habe halt nie gegen die gekämpft in Balamp. Und das könnte unter Umständen hässlich für mich werden. Ja, er ist doch da. Yep. Willa Carway. Präsidentenpalast? Nee. Ich glaube, das ist bestimmt eine Einkaufsmeile, wo ich runter muss. Hier, ich steig einfach mal aus. Hier ist doch bestimmt das Hotel, oder? Ist hier irgendwo ein Hotel? Hier im Shitty Shop. Ja, ja, komm. Fahren wir mal andersrum. Oh, jetzt nehme ich die lange Tour. Falsche Route. Fahr die Oma um. Galbadia Hotel. Sehr schön. Es wäre die nächste Haltestation gewesen. So. Aus dem Weg. Durch den Bus geglitscht. So, pass mal auf. Speichern. Auf Platz Nummer 3. Und jetzt gucken, ob die Queen of Cards unten steht. Natürlich nicht. Fuck. Fuck. Wo ist mein alter Speicher? Das ist hier 5 Minuten vorher. Okay, es ist hier. Gut. Ich kann die Regeln nicht überschreiben, weil die Regeln überschreiben geht nur mit Queen of Cards und die Queen of Cards ist nicht da. Das heißt, ich habe jetzt langes Grinden mit hässlichen Regeln vor mir. Scheiße. Das ist echt scheiße. Warum tust du mir das an, Spiel? Ha. Ha, 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 ha.
So, und junge Mädchen kommt auch nicht mehr. Lass uns die Sentra-Regel hinzunehmen. Lass mich dich am Arsch lecken, ey. Was soll denn das? Ach, da ist eine Elnoir-Karte. Komm, die holen wir. Die holen wir. Die holen wir. So. Ich hab schon wieder super geile Karten. Fuck. Ich hab keine Ahnung, was ich machen soll. Die hebe ich mir auf, weil die unten plus 7 hat. Lege ich halt die hier. Yo. Nee. Scheiße. Oh. Okay. Also ihr wisst, was mich offstream erwartet, das wird ein Spaß. Ich versuche es so schnell wie möglich zu machen, sodass wir 20 Elnoir-Karten haben, wenn ich hier fertig bin, wenn wir das nächste Mal streamen. Drückt mir die Daumen, kann sein, dass dann am Sonntag kein Stream kommt, sondern dass ich am Sonntag hier am Kartengrinden bin. Und ich kann ja mit euch nebenher im Discord schreiben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch allen morgen ein schönes Wochenende. Bis dann, gell? Tschüss. Die besten Runden deines Lebens. Lass mich doch in Ruhe. Ciao.